Servus und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe heute die ersten drei Fissmann-Leuchten auf meinem Bahnhof erbaut. Und ja, da habe ich mal ein paar Bilder von gemacht. Und bei den Bildern möchte ich erklären, was ich so gemacht habe, Schritt für Schritt. Und ja, hier seht ihr auch schon das erste Bild. Ich habe erstmal, wie es in der Beschreibung stand, 5,5 mm Löcher durch den Bahnhof durchgebohrt, schön in der Mitte vom Bahnsteig und im 20 cm Abstand. Dann habe ich, wie gesagt, die Löcher gebohrt. Dann ging es eigentlich schon daran, die Leuchten auszupacken und die erste Leuchte mit dem Draht durchzufädeln. Und ja, dann stand auch die erste Leuchte schon. Ein paar Minuten später stand dann auch die zweite Leuchte. Und so ist es natürlich dann auch mit der dritten Leuchte gemacht worden. Und ja, dann habe ich die untereinander verkabelt. Ich habe die alle in so eine Lüsterklemme unter der Anlage geschraubt. Heißt also, alle braunen Drähte in eine Seite der Lüsterklemme, alle gelben in die andere Seite. Und dann diese zwei Farben verlängert mit der Lüsterklemme. Eine Farbe bis zum Schalter, zum Schalter an der äußeren Seite angelötet und die andere Seite direkt an den Strom und dann ein Kabel vom Strom, also vom Minuspol sozusagen, an den mittleren Pol vom Schalter. Und ja, somit lassen die sich jetzt wunderbar schalten und das Endergebnis sieht dann so aus. Da leuchten sie jetzt bei Tag sozusagen. Und dann habe ich es immer mal etwas dunkler gemacht, so dass es wie als wäre es Nacht ist. Und dann sieht man, die machen schon ordentlich hell. Und wenn dann noch zwei weitere auf dem Bahnhof stehen, dann ist es echt richtig cool. Und ja, hier ist es dann ganz dunkel. Also da war ich froh, dass die Leuchten installiert waren, weil ich habe im Raum nichts mehr gesehen. Und ja, hier wurde es dann wieder Tag sozusagen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also es war kein Hexenwerk. Ich hätte es mir schwerer vorgestellt oder irgendwie größer. Deswegen habe ich auch kein Video von gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, mache ich ein paar Bilder, die ich hintereinander abspielen lasse. Deswegen auch ein sehr, sehr kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne in die Kommentare Vorschläge, Meinungen oder sonst was schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.